zur Auferstehung. Das ist wahrscheinlich auch ein Höhepunkt in der christlichen Tradition. Also das muss man auch ganz klar sagen. Die Auferstehung Jesus Christus, die hier mit der Auferstehung des Baggers künstlerisch, satirisch umgesetzt worden ist. Und zwar von Anna Savatal. Richtig, niemanden geringeren als Anna Savatal, auch aus der Redaktion des Baggers. Dann Veit und die Laura werden jetzt demonstrieren eine gewisse Spezialität dieses Bildes. Ja, das funktioniert gerade nicht am Anhieb so. Ja, schauen Sie mal alle dort drüber, diese Ecke des Raums. Ah, okay, wir haben da die falsche Richtung gedrückt. Und zwar handelt es sich um ein Schiebebild. Und zwar vielleicht nochmal in die andere Richtung. Achtung, wir liften das nochmal. Oh. Und nochmal runter. Oh. Die Auferstehung des Baggers. Das andere nochmal rauf. Nochmal rauf, ja. Also, dieses Bild ist durchaus Partnerarbeit. Man kann es aber auch alleine steigern. Was ist zu sagen? Anna Savatal, bekannt aus der Baggerredaktion, aber auch bekannt in Kunstgalerien von Rom über Kathmandu bis nach Wien. Und wir sind besonders stolz, dass wir auch heute hier eines ihrer Werke zur Versteigerung haben. Und ich sage, wir beginnen bei 5 Euro. 15 Euro höre ich hier. Ausgezeichnet, 15 Euro an die junge Dame. 20 Euro, sehr gut, 20 Euro. 25 Euro. Ein echter Savatal. 25 Euro. Ja, warte mal. Runter, andere Richtung. Genau, 25 Euro für die Auferstehung. Das ist eigentlich auch der Höhepunkt des Kreuzweges. Darum geht es ja. Deswegen machen wir die ganzen anderen Sachen vorher, damit man dann am Schluss die Auferstehung hat. Um 25 Euro ist die Auferstehung demnächst bei euch im Wohnzimmer anzutreffen. 33 Euro, super. 33 Euro für die Auferstehung. Wäre ich 35. Dankeschön, 35 Euro. Wir wollen, ja, 35 Euro. Wer bietet mehr als 35 Euro? Die Auferstehung, besonders raffiniert, Fotografie und, ja, es ist Holz, oder Holz und Karton, raffiniert in Kombination gesetzt. Und höre ich mehr? Wer bietet mehr? Mehr als 35. Die Auferstehung, sage ich nur. Auferstehung. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben und der Bagger ist wieder auferstanden. Der bedroht wieder. Ich bin das mal wieder. 35 Euro. Wir zücken 38, sehr gut. 38 Euro. 50 Euro. Mit Button, bist du gehört? 50 Euro für die Auferstehung von Anna Savatal. Wer bietet mehr? Also auch wir können vielleicht noch dazu sagen, dass wir die Künstlerin selber auch schon sehr, sehr lange kennen. Auch ähnliche Kunstwerke sind schon ihrer Kreativität entsprungen. Und ich kann daher sagen, dass auch dieses einfach ein sehr, sehr gelungenes ist. Also ich persönlich, wenn ich nicht hier oben sitzen würde, ich würde da sofort mitsteigen. 50 Euro sind geboten, höre ich mehr als 50 Euro. Der Saal leert sich schon langsam, das heißt, es sind jetzt wirklich nur noch die entschlossenen Leute hier. 50 Euro. Wir wollen mehr hören. Probieren wir es mal wieder mit 50 Euro zum Ersten. 50 Euro zum Zweiten. Das probiere ich mal wieder auf die Laura-Taktik und wieder das möglichst lang herauszögern. Wie bitte? 50 Euro ist es gerade. Ja, es zögert hier noch jemand. Unser Mäzen quasi. 50 Euro. Ein 55, sehr gut. Es funktioniert. 55 Euro. 55 Euro für die Auferstehung von Anna Savatal. 60 Euro für die Auferstehung von Anna Savatal. Das klingt gut. 60 Euro. Ja, 60 Euro. Hören wir mehr? 70 Euro. 70 Euro hier in der ersten Reihe sind geboten für die Auferstehung von Anna Savatal.
Ja, ich würde nur sagen, bietet weiter 70 Euro. Das ist außerdem das letzte. Also, meine Damen und Herren, ich würde es mir nochmal gut überlegen. Das letzte Bild, dann gibt es kein Zurück mehr. Dann ist es wirklich vorbei, dann sind auch wir von der Bühne. Also es gibt jetzt nachher keine Junggesellenversteigerung oder mehr. Also das ist wirklich, wer jetzt noch Geld hat, sollte es jetzt loswerden. Und zwar 70 Euro stehen wir gerade für die Auferstehung. 70 Euro zum Ersten. Ich habe nochmal 74 Euro. 74? Wurde der gerade, hat er sich gerade selbst überboten? Also, okay, nein, 74 Euro, es ist trotzdem okay, 74 Euro. 74 Euro zum Ersten. 74 Euro zum Zweiten und 74 Euro zum... Du möchtest doch was sagen? Nein, ich möchte nichts mehr sagen, aber ich denke, vielleicht könnte ich mich ein bisschen ausreißen. Will niemand. Mir wird schon richtig heiß mit dem Scheinwerfer. 74 Euro zum Dritten. Verkauft. 74 Euro für die Auferstehung von Anna Sabata. Okay.